So, hallo, wir machen weiter in einer wahrscheinlich sehr kurzen Aufnahmesession, vielleicht zwei Folgen maximal, vielleicht auch nur eine. Jedenfalls machen wir weiter bei Super Mario Odyssey. Ich sage das nur immer dazu, dass man in etwa abschätzen kann, wie lange es dauert, bis ich die Kommentare dazu dann lese. Ich habe schon wieder vergessen, den Ton hier auszumachen. Ich habe auch gerade wieder eine Testaufnahme vorher gemacht, eine kurze. Und auch da, ich bin noch ein bisschen weiter. Ich habe jetzt minus 200 Millisekunden eingestellt, was die Asynchronität angeht. Davor waren es 150. Also minus 150. Oh, die sind gewachsen. Ja, schön. Sag bloß, jede gibt einen Mond. What the fuck? Das ist doch hier schon mal ein voller Erfolg. Überall Samen. Ja, weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, es ist gerade nämlich spät. Ich kann nicht schlafen, also habe ich gedacht, hey, ich nutze die Zeit. Und nehme auf. Weil, warum nicht? Was wollte ich tun? Ich glaube, wir wollten eigentlich weiter ins nächste Gebiet. Kann das sein? Ich möchte aber kurz was testen. Ich habe nämlich vom lieben Aggressor ein Video gezeigt bekommen. Und jetzt bin ich neugierig. Und jetzt bin ich sehr neugierig, muss man dazu sagen. Vielleicht etwas zu neugierig, aber das macht nichts. Es ist nämlich erstaunlich, was Nintendo erwartet, dass man schaffen kann. Man wird sogar belohnt für Kunstsprünge, nenne ich es jetzt mal, also für solche geskillten Tricksprünge. Und da gibt es eine ganz interessante Geschichte. Das möchte ich mal kurz gucken, ob ich das hinbekomme. Ich glaube nicht, aber einmal möchte ich es ausprobieren. Ich habe ja schon in den letzten Parts davon geredet, dass es... Das war knapp. Dass es Videos gibt, auf denen man sieht, wie die Leute diese Sprungtechniken so gut nutzen, dass... Ja, verdammt. Was wollte ich sagen? Ja, wie die Sprungtechniken so gut nutzen, dass man an Stellen kommt, die man sonst nicht unbedingt kommen würde. Hier war... Irgendwo war hier... War das hier? Ah, das war vorne, ne? Scheiße. Das war hier hinten nicht. Ja, das war hier hinten. Egal. Ja, hier ist das. Oh, übrigens vibriert es hier. Ah, ich glaube, das ist Mario, der zittert, ne? Ja, die Sache ist nämlich, man kann da hoch. Man kann bis da hochkommen. Und dazu muss man sehr geskillte Sprünge machen. Ich werde das niemals hinbekommen. Das ist sehr gut. Erstmal muss man da hochkommen. Das kriege ich nie hin. Dafür muss ich, glaube ich, erst ein bisschen mehr üben. Oder ist hier ein Mond? Nee, ne? Das ist nur Mario, der zittert. Ja. Ja, genau. So funktioniert das. Oh Gott, wo starte ich denn jetzt eigentlich? Bitte am Anfang. Okay. Das werde ich niemals hinbekommen. Kann ich das irgendwie vereinfachen, da hochzukommen? Nee. Nein, ich musste auch erst die Mütze werfen und dann hinterher hechten. Scheiße. Also da gibt es Leute, die machen dann einen Wandsprung, dann machen sie mit der Mütze hinterher und keine Ahnung.
So, und dann nochmal einen Wandsprung und dann habe ich ganz krasse Techniken gesehen. Will ich dann natürlich auch können, kann ich aber nicht. Ja, genau. Ja, und dann höher und höher und höher. Also ich glaube, man versteht in etwa, wie es gemeint ist. Aber das kriege ich nicht hin. Damit will ich jetzt eigentlich auch nicht diesen Part hier verbringen. Und dann weiter und immer weiter. Das klappt gerade noch nicht so gut. Gerade noch nicht so gut. Klingt so, als oh, ich werde das noch hinkriegen. Aber nein. Nein. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Okay. Ja, das ist die eine Geschichte. Also wenn man hier drauf kommt, wird man schon mal belohnt mit ein paar Münzen. Und jetzt geht's aber halt noch weiter. Jetzt muss ich da drauf und dann mit dem da hoch. Ja. Ne? Und ich habe halt hier keinen Zwischenspeicherpunkt. Ich muss dann wieder hier hochkommen, wenn ich jetzt runterfalle. Das wird also auch nicht funktionieren. Mal gucken. Wow. Ich traue mich schon gar nicht. Nein! Bleib da drauf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Okay. Jetzt ist es nur noch ein Sprung. Aber den kriege ich nicht. Oh Gott. Ah, aber immerhin kann ich mich noch fangen. Oh, kann ich ein Safe State hier setzen, bitte? Scheiße. Nein! Nein, 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 jetzt hat er eine Stampfattacke gemacht. Och nö, Mario. Och nö. Och nö. Jetzt habe ich Blut geleckt. Nein. Yes. Okay. Yes, okay, das geht sogar. Ah. Okay, also da kommen wir sogar wieder hoch mit ein bisschen Geduld und Glück. Nein, geht es mal mit der Stampfattacke, das will ich gar nicht. Oh. Schön. Nein! Das ist die falsche Reihenfolge. Das ist die falsche Reihenfolge. Verdammt. So, so klappt das ja. Ach ja, guck mal, die kriege ich gleich wieder. Sehr schön. Oh Mann, warum? Warum mache ich denn da eher eine Stampfattacke? Was mache ich denn da? Ich muss den Dings drücken und dann direkt hinterher hechten, ne? Genau. Also bevor ich runterstampfe, muss ich praktisch direkt nochmal B drücken. Ja. Genau so. Okay. Nein! Och Mann. Aber immer nicht tot. Das ist schon mal okay. Wäre nie auf die Idee gekommen, dass man da hoch kann. Ehrlich nicht. Das ist krass, was man alles machen kann. Und was halt sogar von Nintendo praktisch gewollt ist, weil man damit belohnt wird.
Nein! Oh Mann! Ich bin ja schon froh, dass es nicht intended ist für einen Mond oder sowas. Aber die Belohnung da oben ist auch ganz cool. So, jetzt sind wir mal wieder da oben. Jetzt versauen wir es aber diesmal bitte nicht. So close. Also es tut mir leid, jetzt ist der Part doch hauptsächlich das hier wahrscheinlich. Aber ich hätte halt nicht gedacht, dass es hinhaut. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, ich probiere das hier ein paar Mal und dann scheitere ich. Aber nein, das geht sogar klar. Holy shit. Das hätte ich halt nicht gedacht. Jetzt bin ich schon wieder oben. So, aber wie ging das denn jetzt hier? Ich habe den letzten noch nicht raus, glaube ich, wie der funktioniert so richtig. Das hier funktioniert ja echt einfach. Also das ist echt okay. Ja. Besseres vorstellen als nachts, wenn man nicht schlafen kann. Trickshots in Super Mario Odyssey zum Trickshots, ja. Trickjumps in Super Mario Odyssey zu machen. Wie muss ich denn das angehen? Okay. Lel. Das hat ja sehr gut funktioniert. Ich weiß schon gar nicht, was ich jetzt da groß noch dazu sagen soll. Ich probiere es halt einfach weiter, es tut mir leid. Wie gesagt, jetzt habe ich Blut geleckt, jetzt will ich das auch wissen. Das muss irgendwie anders noch gegangen, da gab es irgendwie noch einen Zwischensprung. Wie ist der da hochgekommen? Der hat irgendwas mit der Mütze halt gemacht. Ach, Mann! Habe ich noch nicht raus. Ah. Ich möchte echt gern hier ein Safe Set einfach setzen, weil es halt dumm ist, da immer wieder hinzuspringen. Doch, ich mache jetzt jedes Mal. Ich mache immer den gleichen Mist. Oh, wie hat er das gemacht? Vielleicht einfach mit dem Rückwärtsdings? Ich glaube aber nicht. Kann ich da einen One-Sprung ansetzen? Kann ich! Dann muss ich einen Rückwärtssalto machen. Da hat man schon gesehen, ich war, glaube ich, fast oben. Und dann noch die Mütze ansetzen und dann komme ich... Ah, dann ist das der Rest. Ich glaube, so haut's hin. Okay, wir kriegen das hin. Wee-hoo!
Vielleicht gibt es auch da verschiedene Methoden. Mann! Nein. Nein. Genauso. Wieder Münzen. Vorsicht. Alter, dreh dich doch in die Richtung, die ich will. Danke. Ja, das war nicht die Richtung, die ich wollte. Auch wenn ich Danke gesagt habe. Also nochmal. Ja, es wird immer besser. Boom. Ach Mann. So, wir sind wieder oben. Einmal drehen. Das ist doch vorhin auch nicht passiert. Das war knapp. Der hätte fast wieder runtergedreht. Hua. Mann! Mach doch sowas nicht. Nein. Nein. Das gibt's doch nicht. Ja, fast. Ja, fast. Ach Mann. Ich spring zu bald. Ja, das hat diesmal sogar gepasst. Okay. Warum? Was? Oh, manchmal haut's hin und manchmal nicht. Ach. Ich guck gar nicht auf die Zeit, wie lange wir das jetzt schon probieren. Ja, ich mache es eh so lange, bis ich's habe. Ja. Und dann entschuldige ich mich wieder. Für alle, bei allen, die sich das angetan haben. Ja, das hat gut funktioniert, Mario. Aber Mario ist nicht zu blamen. Der ist nicht der, der den Fehler gemacht hat. Warum kriege ich es denn manchmal hin und manchmal nicht? Mal wirkt es total einfach und dann verhaue ich es wieder danach direkt. Och, ey. Ja.
Ich war ja schon erstaunt, dass ich hier oben gelandet bin. So, wir sind mal wieder hier oben. Das ist doch schon mal was. So. Wie drehe ich denn die Kamera, dass es am besten funktioniert? Keine Ahnung. Ich probiere es mal so. Drehen wir uns vorsichtig. Aber man hat jetzt schon gesehen, was oben ist. Man hat jetzt schon kurz gesehen, was da oben ist. Ich muss noch weiter weg, oder? Dass ich die Mütze wieder erwische. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Irgendwas muss ich da noch ein bisschen anders machen. Hä? Ja. Oder ich brauche die Mütze in dem Fall gar nicht und verwirre mich jetzt damit. Theoretisch mache ich es einfach nur zu spät und knall dann eben gegen die Wand. Ja, genau so nämlich. Mario, das ist nicht die Richtung, in die du dich drehen sollst. Danke. So hatte ich das vorhin, ne? Irgendwie so. Aber ich glaube, dann knall ich wieder dagegen. Vorsichtig drehen. Hä? Warum? Jetzt will er gar nicht mehr an die Wand. Ups. Okay, immerhin bin ich nicht runtergefallen. Nein, und dann macht er... Oh. Wenn ich ein bisschen später... Muss mal was probieren. Ich kann ja auch erst ein bisschen fallen, bevor ich die Mütze erwische, ne? Ja, so meinte ich das jetzt nicht. Übrigens. Nicht hier fallen. Da oben erst. Ach Mann, wieso musste das klappen, dass ich da auf der Säule lande? Hätte das nicht geklappt, hätte ich ja sofort wieder Ruhe gegeben. Aber bei kleinen Teilerfolgen will man mehr. Viel mehr. Alter. Das war die falsche Richtung übrigens. Wollte ich nur mal gesagt haben.
Ja! Ja! Yay! Ist es nicht toll? Ob man da auch noch drauf kann? Nein, okay, jetzt ist es gut. Und das ist das, was ich cool finde. Dass man also... So hieß auch, glaube ich, der Videotitel, den mir Aggressor gezeigt hat. Dass es eben cool ist, dass man belohnt wird. Dafür, dass man solche Tricksprünge macht. Dass sie halt wirklich da überhaupt was hingesetzt haben. Weil es hätte ja auch einfach sein können, dass man halt... Ups. Ja, sehr gut. Dass man halt einfach hinkommt und... Ja, sie haben halt nicht damit gerechnet, dass man da hinkommt oder so. Keine Ahnung. Das ist halt cool, dass sie damit halt zeigen. Hey, Spieler. Du hast Orte betreten. Zwar nicht jeder betritt, aber wir haben damit gerechnet, dass du da hinkommst. Weil du einfach bekloppt bist. So. Jetzt muss ich gleich mal gucken, wie lange wir aufgenommen haben. Warum ist da eine Dings unten Dings? Oh. Oh mein Gott. Holy, was? Was? Ob das nur einen Mond gibt, wenn man hier alles kaputt macht? Aber jetzt habe ich das Sechserherz nicht mitgenommen. Das wäre hier natürlich sinnvoller gewesen. Ne? Vor allem mit der Mütze gehen die halt nicht kaputt. Was halt ein Problem darstellt. Oh, das bringt mich hierhin zurück. Ja, ne? Hier eigentlich noch irgendwas außerhalb? Ich glaube nicht. Das kriege ich niemals alle kaputt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es hier noch was gibt, so grundsätzlich. Na gut. Wie lange haben wir jetzt aufgenommen? Ja, es hat halt echt eine halbe Stunde gedauert. Scheiße. Das Blöde ist echt, dass es halt, dass Monde noch leuchten, die man schon hat. Das ist ein bisschen ungünstig. Oh, okay, aber es ist praktisch, dass sie einen aufladen. Und guck mal, jetzt ist er hier wieder. Muss ich dich nochmal bezahlen oder kann ich dich direkt benutzen? Ach, ich kann dich direkt benutzen. Das heißt, man muss den theoretisch nur einmal bezahlen. Okay. Auch interessant. Sehe ich hier vielleicht nochmal irgendwas Spannendes? Wollte ich nicht. Dieser Mond da ist halt, aber ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommen soll. Der Mond da wäre halt noch interessant. Ansonsten.
ja, ich glaube, in der Pyramide habe ich auch noch was übersehen. Hat jemand geschrieben. Gehen wir da nochmal rein, schnell. Gehen wir da nochmal schnell rein. Mein, der Part ist jetzt eh... Der hat eine interessante Thematik. Mache ich nicht das Thumbnail jetzt in dem Fall? Keine Ahnung. Muss ich mir noch was überlegen. Ach ja, da war ja diese eine Röhre, aber die war am Boden. Also ich glaube, hier außen ist nichts. Hoffe ich jetzt mal. Da kann ich da irgendwo Spezielles noch hin. Das sieht halt nicht so aus. So, da müsste ich jetzt etwas Gas geben. Wofür ist der Weg da? Ach, guck mal. Glaube ich, alles durch. Höchstens, dass da noch irgendwo was Verstecktes ist in irgendwelchen Wänden. Das kann natürlich auch immer sein. Wenn man hier alle anspringt. Oh. Wenn man meint. Hier gibt es auch nichts mehr. Nee. Okay. So, aber hier stehe ich halt auf dem Kopf durchgehend. Ich könnte... Ah, das könnte sogar gehen. Nee, ich komme nicht zu der Röhre. Und ich wollte halt da auf die Röhre. Das hier haben wir ja geguckt. Was habe ich denn da noch verpasst in der Pyramide? An die Röhre komme ich nicht ran. Nee, keine Chance. Aua. Ach ja, es ging ja noch weiter, ne? Ups. Ja, es ging ja noch weiter. Ah. Ah, oh, die hätte ich ja lang gesucht. Die hätte ich lang gesucht. Scheiße. Sehr schön. Wenn ich jetzt da wieder reingehe... Jetzt ist doch die Dings andersrum. Oder bleibe ich jetzt am Kopf? Ah, nee, hier bleibe ich am Kopf. Na gut. Dann kann ich da wirklich nicht in die Röhre rein, glaube ich. Hier rüber ist da vielleicht noch was. Aber ich sehe da nichts. Aber da hoch könnte ich doch bestimmt. Ja, so nicht. Ja, okay, das bringt nicht viel, das rutscht man nur weg. Das hier haben wir aufgemacht. Aber es ist natürlich gut, das nochmal mitzunehmen.
Kann ich vielleicht... Oh, das müssen wir einmal testen. Auf die Gefahr, dass ich jetzt ein Leben verliere. Wo geht's denn dahin? Wo bin ich? Aha. LOL. LOL. Geheimraum der Kopfsteinpyramide, okay. Das wäre also der Hinweis gewesen dafür. LOL. Das ist halt was, was ich echt schön finde. Das ist so... Das zeigt auch, dass es wirklich nicht mehr nur einfach sein soll, sondern man muss wirklich ein bisschen überlegen. Da ist zum Beispiel eine schwarze Wand, da komme ich nicht rein, aber hintenrum konnte man halt rein. Cool. Okay, jetzt glaube ich aber, haben wir hier alles. Ich gehe mal stark davon aus. Man könnte vielleicht noch... Nein, da kann man nirgends hoch. Nein, nein. Aua. Nein, das wäre einfach viel zu hart übertrieben, wenn hier noch was wäre. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Haben wir den nicht schon ge... Achso, das ist ja... Aha, es ist wieder der gleiche. Klar. Und der wartet jetzt wirklich überall. Das ist auch interessant. Ich dachte, ich kann ihn vielleicht hier drauf abstellen, aber nee, der ist viel zu schnell. Na schön. Ist wirklich lustig mit den Dingern. Also da müssen wir auf jeden Fall nochmal... Ja, dann gehe ich doch nochmal hier rein. Vielleicht ist da ja auch noch ein geheimer Mond. Wobei, ich habe eigentlich einen gefunden, ne? Ich hatte eigentlich einen geheimen Mond gefunden. Das wird dann schon der gewesen sein. Ich gehe wieder raus. Ich gehe erstmal wieder raus. Also ich weiß, ich sollte pro... Subraum ungefähr hier Dings 1 bis 2 Monde erwarten und nicht nur einen oder 2 bis 3. Ich denke, in dem Fall haben wir es schon. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Muss später nochmal ran. Was fehlt jetzt hier genau noch? 14 lila Münzen und ganz viele Monde. Eieiei. Ach, den haben wir. Guck mal, den haben wir noch nicht. Aber zu Fuß in der Wüste, das kann halt überall sein. Das ist einfach irgend so ein... Keine Ahnung, irgend so ein Vibriermond, schätze ich jetzt mal. So ein, wie auch der Hund mir geholt hat. Irgendwo in der Wüste macht es dann brrp. Dann mache ich da Puff. Dann haben wir den. Keine Ahnung. Ich weiß es doch auch nicht. Kann ich hier eigentlich... Ist das so... Oder verschwindet es ganz? Okay.
Na gut. Zu Fuß in der Wüste, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, das kann alles sein. Ich würde sagen, wir belassen es dabei und gehen das nächste Mal dann wirklich ins nächste Gebiet. Hier vibriert was, aber das ist der hier, ne? Was? Ah, ich dachte schon. Oh, guck mal, jetzt ist hier eine kleine Pyramide auch. Sehr schön. Haben wir ja alles gekauft, ja, ja. Bin gespannt, wie voll das hier noch wird. Ach, warte, dann ziehen wir uns noch schnell um. Dann ziehen wir uns noch schnell um. Hallo? Ja. Die Mütze mag ich eigentlich. Ja. Und dann bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.